Hallo, hier ist Ilona Niklisch von den BVB Freien Wähler. Es geht um das Thema Bergbauschäden durch Grundwasseranstieg in der Lausitz. Es ist ein ganz kompliziertes Thema, weil in dieser Lage, wo wir uns jetzt befinden in der Lausitz, die Stadt Lauchhammer dort sehr viel darunter zu leiden hat. Viele werden das wissen. Aus diesem Grund möchte ich Ihnen Folgendes mitteilen, dass die Landesregierung gewillt ist, diesen Bürgern zu helfen mit finanziellen Mitteln. Und das ist auch ganz wichtig, denn viele müssen ihre Häuser verlassen. Gewerbebetriebe wissen nicht, wo sie sich ansiedeln sollen. Also es ist ein wirklich großes Problem für die Lausitz, denn man muss ja überlegen, wenn die Lausitz bestimmte Gewerbe nicht mehr hat und die einfach abwandern, ist es auch für unsere Bürger nicht so sehr attraktiv, weil sie sich ja entweder nach Sachsen formieren und bleiben einfach nicht mehr in Brandenburg. In den neuen Bundesländern ist ja in den letzten 30 Jahren viel passiert. Es ist auch viel Lebensqualität in den neuen Bundesländern entstanden. Aber gerade Lauchhammer ist sehr gebeutelt durch diesen Grundwasseranstieg und leider sind viele Menschen, die nicht wissen, wie es weitergeht. Wir haben jetzt zum Beispiel in Lauchhammer ein älteres Ehepaar, was einfach mit 80 Jahren ihr Haus verlassen mussten und der Mann ist sehr schwer krank. Und das sind alles Probleme, die man eigentlich auch beachten muss in solcher Situation. Und das versucht jetzt die Landesregierung bzw. auch der Landrat des OSL Senftenberg, Herr Heinze, zu koordinieren, indem er mit dem Kreistag eine Resolution geschrieben hat, die den Leuten helfen soll. Ja, es ist natürlich für unsere Region schmerzhaft, dass es uns nun mit diesen Grundwasserproblemen so gebeutelt hat, aber dafür entstehen vielleicht auch andere Möglichkeiten, wie wir mit dieser Situation umgehen können. Denn es müssen Gedanken über bestimmte Gebiete doch erneut überarbeitet werden, um zu wissen, was kann man für unsere Bürger in der Lausitz tun.